Herzlich willkommen zum dritten Block unseres zweiten Teils der Vorlesung zu Mensch-Maschine-Kommunikation hier an der Hochschule für Technik in Stuttgart. Der Block dreht sich in dem Bereich der Mensch um das Thema Gedächtnis und mentale Modelle. Schauen wir uns dazu zunächst einige Begriffe an. Information und Wissen, diesen Unterschied, den kennen Sie wahrscheinlich schon. Information, jeder Unterschied, der etwas ausmacht, während Wissen die Voraussetzung ist für Aufgaben, die Sie ausführen möchten, dass Sie das erfolgreich lösen können. Wissen ist letztlich eine passende Speicherung von Informationen in Ihrem Gedächtnis. Und über Wissen verfügen Sie, wenn Sie zwischen vorhandenen Informationen in Ihrem Gedächtnis Beziehungen hergestellt haben und sich damit eben auch ein Weltmodell Ihrer Außenwelt gebildet haben. Sie kennen vielleicht bei Google den Semantic Graph, der auch Beziehungen zwischen Begriffen herstellt und damit verschiedene Bedeutungen auch gleicher Wörter erkennen und in den Kontext setzen kann. Und sowas Ähnliches passiert auch bei Ihnen, wenn Sie Informationen im Gedächtnis passend ablegen. Ablegen tun Sie üblicherweise über Lernen. Sie erwerben Wissen, wenn Sie lernen, und nehmen diese Informationen erstmal in ein deklaratives Gedächtnis auf. Sie möchten diese Information gut behalten und leicht abrufen können. Dazu ist wichtig zu wissen, wenn Sie das sicher wollen, dann brauchen Sie im Schnitt bis zu 6-mal Wiederholung, bis diese Information wirklich verstetigt ist. Wichtig zum Verstetigen, zum Lernen ist natürlich auch der Lernkontext. Welche Ziele verfolgen Sie? Welche Motivation steckt dahinter? Sie kennen auch soziale Faktoren, die durchaus motivierend wirken können, Gruppenarbeit, Teamfaktoren, teilweise auch Competitiveness, was man ja in der Gamification ausnutzt. Diese Faktoren können Ihnen helfen. Natürlich auch eine entsprechend ruhig gestaltete Umgebung, die zum konzentrierten Arbeiten und Lernen wirklich geeignet ist. Das eigentliche Einprägen, das ist eben diese Übertragung vom Arbeits- ins Langzeitgedächtnis. Denn im Kurzzeitgedächtnis sind Sie extrem ineffizient. Da geht das Ganze relativ schnell wieder verloren. Das ist auch der Grund, warum wir als Dozenten ja immer versuchen, dass Sie nicht dieses sogenannte Bulimie-Lernen durchführen, in den letzten 3 Tagen alle möglichen Bullet Points ins Gehirn quetschen, denn die sind danach eben ganz schnell wieder weg. Wir möchten erreichen, dass Sie etwas behalten, das heißt, dass Sie wirklich Beziehungen aufbauen zu vorhandenem Wissen. Deswegen versuchen wir immer auch Hintergrundwissen mit zu vermitteln oder das Ganze in den Kontext zu setzen. Dann fällt es oft viel leichter, wenn Sie eben Assoziationen zu bestimmten Dingen bilden können, die Sie schon kennen. Wenn Sie das Ganze abrufen müssen, dann geht es natürlich viel schneller, wenn Sie etwas nur wiedererkennen. Das heißt, Sie haben etwas, was Sie optisch bereits anspricht, ein vertrautes Gesicht oder ein Phantombild mit Gegenüberstellung, als wenn Sie etwas komplett selbst reproduzieren müssen, also sprich das Phantombild erstellen müssen, versus Sie bekommen direkt eine Gegenüberstellung. Santa hat verschiedene Experimente zur Wahrnehmung durchgeführt, bereits vor, wie Sie sehen, über 40 Jahren. Und er hat festgestellt, dass es Unterschiede gibt zwischen visueller und verbaler Repräsentation. Er hat also eine ursprüngliche Aufgabenstellung gestellt und danach unterschiedliche Prüfreize gezeigt, unterschiedliche andere Darstellungen, und die Probanden sollten entscheiden, ist das das Gleiche wie in dem Vorreiz, wie in der ursprünglichen Vorgabe. Und er hat hier 2 Arten von Vorreizen und von Prüfreizen verwendet. Das eine sind geometrische Objekte, also Formen, und das andere sind Wörter. Schauen wir uns das Ganze einmal an. Die geometrische Variante, da sehen Sie hier oben diesen Vorreiz, 3 Objekte, Dreieck, Quadrat und Ellipse, und Sie sehen dann unten im Prüfreiz, dass das erste gleich ist, während im zweiten ein anderes Symbol ist. Und Sie sehen, dass Sie in dem linken Bereich das Ganze sehr schnell erkennen können, weil Sie einfach den gesamten Vorreiz als ikonisch, als Icon, als feste Anordnung betrachten und abgleichen, dass es exakt dieses Bild darunter noch einmal gibt. Der Vorreiz war im eigentlichen Experiment nicht wieder zu sehen, den habe ich nur für Sie hier gleich drüber gesetzt. Aber das erkennen Sie sehr schnell. Sie erkennen wesentlich langsamer bei diesen geometrischen Figuren, dass es sich auch um die 3 gleichen Figuren handelt, in dem 3. Bildchen, wo diese 3 Figuren zwar gleich sind, aber dann anders angeordnet, nämlich jetzt linear. Und ungleiche dauert ähnlich lang,
ist also auch langsamer, das zu erkennen, dass hier in dem vierten Bildchen ungleiche Reize stehen. Interessanterweise, wenn Sie diese Figuren durch die Wörter ersetzen, dann stellen Sie fest, dass bei Wörtern es viel leichter fällt, diese als gleich oder ungleich zu erkennen, wenn sie linear stehen. Könnte durchaus daran liegen, dass wir vom Lesen her natürlich eine lineare Anordnung jahrelang gewohnt sind und trainiert haben. Und das fällt also im linken Bereich, wo Sie die Position einhalten und die gleiche geometrische Anordnung haben, fällt das Ganze wesentlich schwerer. Das waren dann eben auch die Ergebnisse der Experimente von Santa. Geometrische Objekte nehmen Sie sehr gut ikonisch wahr, wenn es exakt gleich angeordnet ist. Denn sie speichern geometrische Objekte im Gedächtnis visuell und speichern eben diesen räumlichen Bezug mit ab. Bei Wörtern ist es im Gegensatz dazu so, dass sie die Wörter einfach als Kette, als Sinnkette meistens speichern und dass damit die räumliche Anordnung der Wörter verloren geht. Es ist für sie effizienter, aufgrund des langen Trainings diese Kette einfach nur sinngemäß zu speichern. Sofern Sie sich diese Wörter dann merken können. Bei 3 stellt das ja kein Problem dar. Und umgekehrt, wenn die Wörter tatsächlich jetzt räumlich verteilt sein sollten, dann müssen Sie die ganzen eben vor Ihrem geistigen Auge, vor Ihrem inneren Bild wieder entsprechend anordnen und das dauert entsprechend länger. Santa stellte also fest, dass das Wissen unterschiedlich kodiert ist. Wörter eben als Ketten, geometrische Objekte hingegen im räumlichen Zusammenhang und dass natürlich abhängig von dieser Kodierung dann, wenig überraschend, die Erkennungsleistung unterschiedlich ausfällt. Das heißt jetzt umgedreht für Sie, wenn Sie User Interfaces, wenn Sie Bildschirmoberflächen gestalten, dass Sie Verbalobjekte immer schön linear anordnen sollten, in Zeilen, in Spalten, je nachdem, kulturspezifisch. Sie wissen, in manchen asiatischen Ländern liest man senkrecht. In Israel zum Beispiel liest man von rechts nach links statt von links nach rechts und so weiter. Das sollten Sie mit ins Kalkül ziehen und Verbalobjekte so anordnen, wie sie typisch in Leserichtung erscheinen. Gleichzeitig grafische Objekte, die sollten Sie eben immer gleich anordnen. Und das hat zu tun damit, dass eben es eine kognitive Ökonomie gibt. Kognitive Ökonomie heißt letztlich, dass ja Erinnern und Nachdenken immer darauf basieren, dass Sie dieses Wissen, was Sie über einen Lernvorgang erworben haben, wieder rekonstruieren möchten. Und das fällt eben umso leichter, wenn Sie das Ganze rekonstruieren können, so wie das Wissen kodiert und gespeichert liegt. Und gleichzeitig versuchen Sie natürlich auch, Ihr Gehirn ist da sehr effizient, versucht, das Wissen möglichst aus einfachen Grundelementen und einfachen Grundregeln zusammenzusetzen. Und erst wenn man erkennt, dass das eben nicht reicht, dann wird man ein aufwendigeres Modell bilden. Also im Grunde genommen, wie Sie das kennen, agil auch, ich erkenne einen neuen Aspekt. Jetzt muss mein Modell entsprechend oder mein Algorithmus entsprechend eine Nummer komplizierter werden, gerade so weit wie eben notwendig. Denn das Neuentwickeln von Modellen ist natürlich aufwendig. Sie brechen da mit gewissen Modellen, mit gewissem Wissen, das Sie schon meinten zu haben. Und das macht man eben nur, wenn es gar nicht mehr anders geht. Also initial hätten Sie sich wahrscheinlich vorgestellt, dass Planetenbahnen um die Sonne Kreise sind. Und dann stellen Sie aber fest, oh, diese Kreise haben Epizykel. Die Epizykel haben nochmal Epizykel. Und Sie stellen fest, es funktioniert einfach nicht mit dem Kreismodell. Sie müssen sich damit anfreunden, dass die Planeten auf Ellipsoidenbahnen laufen. Wenn Sie sich damit näher beschäftigt haben, auch mit Raumfahrt, dann wissen Sie das natürlich schon und dass man sich das auch sehr gut zunutze machen kann. Oft hilft eben bei diesen Vereinfachungen, wenn man zurückgreift auf Metaphern. Denn Metaphern nutzen ja jetzt bereits existierendes Wissen, Ihr bereits existierendes mentales Modell, einfache Gegenstände, die Sie kennen und deren Verknüpfung nutzen Sie aus und geben hier vor, dass diese Modelle auf den neuen Anwendungsbereich ebenfalls passen. Denken Sie an die ganz bekannte Desktop-Metapher. Damals, als man grafische Oberflächen entwickelt hat, am Park in Palo Alto, da hat man sich überlegt, dass die Menschen, die mit dem Rechner arbeiten, typisch in einem Büro oder an einem Schreibtisch sitzen und hat dann überlegt, dass man doch diesen Schreibtisch, den jeder kennt, übertragen könnte darauf, wie man den Bildschirm gestaltet.
denn damit sollte die Nutzung einfach nur eine Übertragungsleistung sein und nicht erfordern, dass man sich komplett neu einarbeitet. Wobei man hier aufpassen muss, das ist immer die Grenze der Metapher, dass man keinen Metaphernbruch am Ende erreicht, also feststellt, die Metapher hat eben doch ihre Grenzen und an bestimmten Stellen passt sie überhaupt nicht oder ist gar gegensätzlich. Das gilt es unbedingt zu vermeiden, wenn Sie Anleihen bei Metaphern nehmen.